Wie willst du mit so einem Schrott weiter Videos machen? Du mit deiner Steinzeittechnik. Steinzeittechnik? Das hier hat alles mal viel Geld gekostet. Ich meine, weißt du, wie teuer das heute alles in D-Mark wäre? Der Gude. Weißt du, vielleicht solltest du es langsam angehen und... Warte. Und mit einer mechanischen Tastatur anfangen. Oh nein, 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 nein. Ich brauche nichts Neues. Schon gar nicht so eine komische Tastatur. Mechanische Tastatur. Mechanische Tastatur. The Twilight Zone. Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The autotrophs began to drool. Neanderthals developed tools. We built a wall. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery. It all started with a big bang. Hey! Ich hasse sowas. Hey, ihr Brillenträger schlagenden Muttersöhnchen. Heute geht es um etwas, wovon ich absolut keine Ahnung habe. Also eigentlich wie fast jedes Video. Aber heute bin ich noch dümmer unterwegs, denn heute geht es um Tastaturen. Genauer gesagt, um mechanische Tastaturen. Oder noch genauer gesagt, um meine mechanische Tastatur. Also dieses... um dieses Prachtstück von Alan. Alan? Ihr kennt doch Alan. Das ist Alan. Sie ist im Internet eine Tastatur-Influencerin? Ja, was? Ich war von ihrem Stuff so begeistert, dass sie ehrenswerterweise auch für meine Wenigkeit eine Tastatur zusammenbauen wollte. Mit Silent Red Switches, Silikon-Mod, Holy-Mod, Band-Aid-Mod. What the fuck ist das alles? Das ist doch nur eine scheiß Tastatur, oder nicht? Genau wegen solcher Klischees wird Alan morgen, also am Montagabend, live auf Twitch als Follow-up bei meinem Montag-Talk dabei sein, bei dem ihr sie mit euren Fragen zu diesem Thema löchern könnt. twitch.tv/alexibexi. Also lasst uns gemeinsam mehr über Tastaturen bzw. mechanische Tastaturen erfahren. Lasst uns gemeinsam tief hinab in dieses Rabbit Hole steigen. Fangen wir entspannt an. Also, das hier sind Tastaturen, wie ihr sie kennt. Es gibt sie in klein für Wohnzimmer-PCs zum Beispiel oder sehr billig bzw. sonderbar labbrig für besonders viel Masturbationsvergnügen vor dem Bildschirm. Es gibt sie in kompakt, aber auch in groß. Es gibt sie in dick oder dünn. Es gibt sie aber auch in fast schon langweilig klassisch oder in den sonderbarsten Farbkombinationen. Als ob das schon alles bis hierhin gewesen wäre. Ich meine, all die Tastaturen, so wie sie hier liegen, sind auf ihre Art und Weise okay. Aber man muss dazu auch sagen, all die Tastaturen, so wie sie hier liegen, sind halt so, wie sie sind. Das bedeutet, besonders klassische Hersteller wie Apple oder Logitech geben euch das und das war's. Aber es gibt da eine eigentlich einst Jahrzehnte alte, dann aber nerdige oder an Profis gerichtete gigantische Industrie, die mehr und mehr in die heutige Mainstream-Aufmerksamkeit rutscht. Und zwar... mechanische Tastaturen. Und wie ich jetzt gelernt habe, eigentlich die beste Version einer Tastatur, die man kriegen kann. Egal ob für Homeoffice, Zocken oder whatever. Aber Alex, warum das denn jetzt? Naja, weil sie voll mit Möglichkeiten sind, die euer Verständnis von Tastaturen völlig zerficken werden. Und nach diesem Video werdet ihr euch fragen, warum ihr bis hierhin haufenweise Geld nur für Mediamarkt-Tastaturen rausgehauen habt. Kein Wunder also, dass so viele Firmen, immer mehr Firmen, auf den Zug aufspringen und ihre eigenen Keycaps rausbringen. Aber dazu später mehr. Aber wenn es um mechanische Tastaturen geht, dann gibt es so viel zu lernen und zu entdecken. Es würde niemals in dieses eine Video hier passen. Aber anhand der Learnings, der Erfahrungen der letzten Zeit zusammen mit Alan und dieser Tastatur, möchte ich euch meine, naja, Erfahrungen, Eindrücke mitgeben, um euch vielleicht auch ein bisschen inspirieren zu können. Was sind überhaupt mechanische Tastaturen? Mechanische Tastaturen sind genau das Gegenteil von den 90% all der Tastaturen, die auf der Welt für teilweise deutlich unter 10 Euro herumfliegen. Denn die meisten Tastaturen oder auch Aktionsknöpfe an einem Controller, by the way, haben sogenannte Gumminoppen, die durch Druck auf eine Taste runter auf ein Kontaktfeld gedrückt werden und somit das Signal erzeugen. Ich meine, das typische Geräusch beim Tippen kennt ihr ja. Hier.
Das kann vom Feeling und Geräusch auch ein bisschen variieren, je nachdem, welcher Mechanismus verbaut ist. Scissor oder Butterfly. Bei einer mechanischen Tastatur hingegen ist jede Taste ein eigener Schalter, der beim Drücken aktiviert wird und ein Signal erzeugt. Und das klingt dann meistens so. Die halten in der Regel mehrere 10 Millionen Anschläge aus. Also zusammengerechnet teilweise länger als ein ganzes Menschenleben. Ja, das ist es im Grunde. Aber das war jetzt ja erstmal so mechanische Tastaturen von der Stange. Wenn es individuell werden soll, dann dürft ihr Folgendes nicht vergessen. Mechanische Tastaturen bestehen in der Regel aus mehreren Herstellern. Manchmal zwei, manchmal mehrere. Denn ein Teil ist der Hersteller, der das Gehäuse, Rahmen bzw. Innenleben baut. Und dann gibt es Hersteller, die die Switches bauen. Und das bestimmt dann nicht nur Preise von teilweise auch mehreren 100 Euro, sondern auch die Ergonomie und das Layout einer Tastatur. Und so Dinge wie die Kompatibilität mit euren potenziellen gewünschten Keycaps. Also muss man sich dann noch mit Dingen rumschlagen wie Normal- oder Low-Profile, ob Deutsch, US, Querz, QWERTY, ISO, ANSI. Oder mehr multimediale Features wie ein Display oder irgendwelche Drehregler oder mehr Knöpfe mit einem Numpad oder viel weniger von all dem. Wenn ihr diese Dinge für das Grundsätzliche im Hinterkopf habt, dann könnt ihr euch bei den Schaltern und Keycaps also richtig austoben. Und was sind das dann für Schalter? Lichtschalter oder was? Wisst ihr, diese Switches gibt es mittlerweile in haufenweise Formen und Farben. Buchstäblich. Es gibt Linear, Tactile, aber auch Clicky Switches in Schwarz, Rot, Blau, Braun, Grün, Orange, Gelb. Von Cherry, Logitech, SteelSeries, Razer, Kali und. Und inzwischen sogar in Optisch, wo ein Lichtsignal der Auslöser ist und nicht mehr mechanische Teile. All diese unterschiedlichen Schalter stehen auch für unterschiedliche Eigenschaften. Von laut bis leise. Von schwerer bis einfacher zu drücken. Von langem bis kurzem Weg, also wie weit eine Taste heruntergedrückt werden kann bzw. muss. Lineare Switches lassen sich von Anfang bis Ende gleichermaßen linear drücken. Die Clicky Switches, da brauchst du zu Beginn etwas mehr Kraft mit deutlich hörbarem Feedback. Taktile Switches hingegen, da brauchst du zu Beginn etwas mehr Kraft, sie lassen sich dann aber bis zum Ende hin auch linear durchdrücken. Welche für euch die besten Switches sind, lässt sich pauschal nicht sagen. Das müsst ihr individuell ausprobieren, weil jeder anders über die Tasten fliegt oder draufhämmert oder ein anderes Empfinden auch für Geräusche hat. Aber es lohnt sich, so einen Haufen Sample-Switches für je nachdem 10 bis 20 Euro mal zu besorgen und zu gucken, worauf die Finger so Bock haben, wenn sie drauf rumdrücken. Also ich zumindest bin mit der Wahl meiner Cherry Silent Red Switches mega zufrieden. Genauso wie mit der Wahl meiner Klamotten von Brava. Aber mechanische Tastaturen sind laut as fuck! Tatsächlich war das ein Grund, warum ich lange Zeit keine Lust hatte, mich mit mechanischen Tastaturen auseinanderzusetzen. Denn alles, was ich darüber wusste, war klack, 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 klack. Klack, 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 ja! Zum Schreiben langer Texte waren die einfach, zum Beispiel in Chromeworking-Umgebung, einfach scheiße. Aber dem ist ja nicht mehr so. Denn erstens, man kann mit der Wahl der Gehäusematerialien einen Sound bestimmen. Salopp gesagt, dünner und leichter ist höher, massiver ist tiefer. Zweitens, man kann in vielerlei Hinsicht Vibration, Geräusche, Nebengeräusche reduzieren. Zum Beispiel durch O-Ringe? Das sind so kleine Gummiringe, mit denen ihr zum Beispiel die Tastenplatte vom Gehäuse entkoppeln könnt. Aber dann gibt es die Möglichkeit, noch alles zu luben, also zu schmieren. Dann kann man Stabilisatoren einsetzen, dann gibt es Band-Aid-Mods. All diese unterschiedlichen Herangehensweisen ermöglichen euch, Nebengeräusche, aber auch Vibrationen zu minimieren. Und mit Silikon bzw. Schaumstoff am Gehäuseboden kann man das Ganze dann noch weiter verdumpfen. Und zu guter Letzt die Kombination aus allem, also die Wahl der Switches in Kombination mit der Wahl des Gehäuses, der Gehäusematerialien. Also mit all dem eben genannten kann man auch noch mal ein ganzes Stück weiter nicht nur den Soundcharakter einer Tastatur bestimmen, sondern auch die Lautstärke insgesamt. Und meine Kombination aus den Switches, den Caps und den Mods klingt dann am Ende so. Und im Vergleich zu weniger gemoddeten Tastaturen klingt es dann so. Und Tastaturen, die eigentlich gar nichts innehaben, also weder Stabilisatoren noch irgendwelche Mods, whatever, klingt dann so.
krass, oder? Aber sieht nicht jede Tastatur gleich aus? Jesus fucking Christ, nein! Habt ihr in der Hinsicht mal durch TikTok oder Instagram gescrollt? Was dort inzwischen alles an Productivity Spaces Beispielen mit mechanischen Tasturen gezeigt wird, lässt mich manchmal sabbernd vor dem Telefon neidisch werden. Aber auch Keycap Shops sind mittlerweile in vielerlei Hinsicht ausverkauft. Denn was es da teilweise so zu finden gibt, ist absurd geil. Aber ja, würde man einfach Keycaps bei so einer Tastatur von der Stange nehmen, dann ist das alles schon echt boring. Naja, das was von Haus aus da so drauf war, das ist schon, das ist mir, das, nee. Aber diese Dinge schreien ja praktisch danach, individualisiert zu werden. Ich kann euch das einmal an meinem Beispiel ein bisschen verdeutlichen. Meine Ursprungstastatur ist die Keychron K8 TKL Wireless mit RGB und Aluminiumrahmen. Die Hot Swappable, also einfach so austauschbaren Gateron G Pro Schalter, mussten Platz für die Cherry MX Silent Red machen, auf die dann die komplett geblackouteten, dicken, cool Jazz Kappen drauf kamen. Und voilà, fertig ist das zeitlose Tiefschwarz. Und ja, mit ein bisschen RGB für das i-Tüpfelchen obendrauf. Und ja, ich wollte es komplett ohne Symbole. Ich wollte es maximal clean. Und ich komme damit auch eigentlich ganz gut klar. Das ging sogar nach dem allerersten Auspacken schon ganz gut. Ich bin zu dumm für das 10-Finger-System, lol, oh mega lol. Es ist sehr befriedigend, muss ich sagen. Und falls ich es dann doch irgendwann mal wirklich boring oder nicht mehr passend finden sollte, dann kann ich etwas daran ändern. Die RGB-Einstellung zum Beispiel. Mit ein paar einfachen Tastenkombinationen kann ich es jederzeit anders aussehen lassen. Kann aber auch die Tastenbelegungen per Software ändern, falls ich keinen Bock auf Standard-Layout habe. Aber am offensichtlichsten natürlich die Keycaps. Oh boy, auch da gibt es eigentlich ein riesiges Rabbit-Hole ohne Auswege. Ich meine, Pokémon Keycaps, PlayStation Keycaps, what the fuck auch immer Keycaps. Oh, da fällt mir ein, da habe ich was Passendes von Nvidia und Xbox am Start. Denn wenn ihr jetzt auch Bock auf mehr Individualität auf dem Schreibtisch habt, dann gibt es zum Beispiel diese nice Metallcaps im RTX-Design. Folgt dazu dem GeForce-Account auf Twitter, denn dort posten die dazu entsprechenden Giveaways. Oder ihr habt Bock auf noch mehr. Denn die super sweeten Menschen von Xbox haben mir etwas zukommen lassen, das ich nicht nur an euch jetzt weitergeben kann als Giveaway, sondern es passt auch wie Arsch auf Eimer hier drauf. Guck mal hier. Denn neben dem Xbox Game Pass gibt's ja auch den PC Game Pass. Und das feiert Xbox mit einer Runde exklusiver Keycaps. Oh. Ich meine hier, Age of Empires 4 Keycap. Und wie detailverliebt das bitte ist. Holy shit. Hier Back for Blood. Und die RGB-beleuchtete Tastatur würde durch die Augen durchscheinen. Oder hier Halo Infinite. Und so mit Logo am Fuße des Keycaps. Forza Horizon 5 hat echt was Sportliches, gar Chromiges. Oder hier bei Hades. Oh, guckt euch das doch mal an. Die Augen und die Zunge. Oh, Skyrim in einer so schönen Textur. Microsoft Flugsimulator. Es dreht sich geil. Und ganz ohne Schnickschnack, Minecraft. Oh, nice. Wenn ihr jetzt also Bock habt auf dieses ikonische Keycap-Set mit unser aller Lieblingsspielen, inklusive 3 Monate PC Game Pass im Wert von insgesamt etwa 500 Euro, dann postet einfach einen Kommentar, was so eure Traumtastatur wäre. Und dann pick ich einen von euch raus, also behaltet das ein bisschen im Auge, damit ihr auch darauf reagiert, okay? Gut. Und? Was lernen wir vom heutigen Video? Nun, auf der einen Seite, dass all meine wundervollen Klamotten wie immer von Brava sind und ihr mit dem Code AlexiBexi das Ganze 20% günstiger bekommt. Und oh, dass ich bis hierhin dachte, dass die Magic Keyboards von Apple so das Geilste an Tastatur wäre, was man bekommen könnte. So schön flach, leise. Man kann damit schnell tippen, weil man mit diesen kleinen Tasten aber nur so drüber fliegt. Aber dann konnte ich durch Razer und Logitech, aber auch SteelSeries Tastaturen etwas Blut lecken von dem, was möglich wäre. Und seit der Keychron meine ich nun zu wissen, was Tippen wirklich bedeutet. Holy shit. Es fühlt sich richtig an. Und aufgrund der Möglichkeiten, ständig etwas anpassen zu können, fühlt es sich auch nach meinem Schreibwerkzeug an. Und nicht einfach nur nach einer teuer gekauften Tastatur. Also das heißt jetzt nicht, dass ihr bei Allen Schlange stehen sollt, damit sie euch eure eigene Tastatur da zusammenbastelt. Nein, ich will mit diesem Video, beziehungsweise stellvertretend wir wollen mit diesem Video einfach mal zeigen, was mechanische Tastaturen heutzutage bedeuten, was sie ausmachen. Also nehmt den Hashtag Keycaps oder Mechanical Keyboards, mechanische Tastaturen auf den Plattformen, die ihr sonst kacke findet, wie TikTok und Co. und schaut euch mal ein bisschen Content dazu an und werdet sehen, was es alles gibt. Da ist bestimmt auch etwas Passendes für euch dabei. Also vielleicht kriegt ihr dann den Step, auch mal zu probieren und das Gleiche zu fühlen, was ich oder was wir zu dem Thema so fühlen. Und selbst wenn es nur gebraucht ist für den ersten Schritt, do it. Sonst verpasst ihr was. Ja.